Oh, hallo, herzlich willkommen zum zweiten Video der dreiteiligen Reihe, wie ihr eure Festplatte aufräumen könnt. In dem zweiten Video zeige ich euch ein kostenloses Programm, das euch ermöglicht, noch weitere Dateien zu löschen. Das Programm nennt sich BleachBit. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung des Videos. Ladet es einfach herunter und installiert es. Und dann könnt ihr es ganz normal über das Startmenü ausführen. Und das sieht dann so aus. Hier auf der linken Seite werden euch die Programme angezeigt, die bei euch installiert sind. Und auf der rechten Seite werden Beschreibungen zu den Punkten hier aufgeführt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Adobe Reader klicke, dann seht ihr hier auf der rechten Seite wird dann kurz erklärt, was jetzt eigentlich diese Punkte bedeuten. Unser Ziel ist es ja, relativ schnell und einfach die Festplatte aufzuräumen. Dazu geht ihr dann hier diese Liste durch und klickt bei allem einfach diesen Zwischenspeicher-Cache an. Und das macht ihr dann bei allen Programmen, zum Beispiel bei Firefox, auch hier der Cache. Ihr könnt natürlich auch noch mehr anklicken, dann muss euch auf jeden Fall bewusst sein, dass ihr hierbei auch Programmeinstellungen löschen könnt. Zum Beispiel bei Firefox ist es möglich, dass ihr eure gespeicherten Passwörter löscht. Also ihr könnt euch ungefähr an meine Einstellungen halten. Ich persönlich verwende weder Internet Explorer noch Microsoft Edge. Deswegen lösche ich hier normalerweise immer alles. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Microsoft Edge benutzen solltet, dann überlegt euch, was ihr noch behalten wollt und was eben nicht. Okay. Wichtig ist dann, dass ihr nach unten geht zu System. Dort könnt ihr noch weitere Dateien löschen. Die folgenden Einstellungen sind relativ safe und bringen auch normalerweise relativ viel Speicherplatz. Hier könnt ihr auch nochmal den Papierkorb leeren, wenn ihr wollt. Und die folgenden fünf Häkchen könnt ihr auf jeden Fall anklicken. Also einmal dieser Cache, einmal den Papierkorb, die Protokolle, temporäre Dateien und den Vorabruf. Hier unten war noch mehr. Bei der Tiefenprüfung, dort wird dann nochmal eure komplette Festplatte nach unnötigen Dateien gescannt. Dort könnt ihr auch diese vier Punkte anklicken. Dieser Punkt, der ist optional. Das ist der gleiche Punkt, wie bei diesem Windows-Tool, der Miniaturansichten genannt wurde. Ist eine kleine Datei, die die kleinen Vorschaubilder von Mediendateien speichert. Das kann zum Teil recht groß werden, wenn ihr sehr viele Bilder auf der Festplatte habt. Hier einfach auf OK klicken. Beim Windows Defender lösche ich auch gerne alles. Das war's. Okay, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schaut jetzt erstmal nach, wie viel euch eigentlich das Löschen der ganzen ausgewählten Punkte bringt. Oder ihr könnt direkt auf Bereinigen klicken. Ich schaue jetzt mal, wie viel uns das bringen wird. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. A few moments later. Und ihr seht, das alles zusammen bringt etwa 1 Gigabyte. Okay, und wenn euch das dann passt, dann einfach auf Bereinigen klicken. Wichtig hierbei ist, dass die Programme, die ihr bereinigt, währenddessen nicht ausgeführt werden, da sonst die Dateien eventuell nur unvollständig gelöscht werden. 2000 years later. Gut, das war's jetzt mit diesem Video. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ihr die Speicherbelegung eurer Festplatten grafisch darstellen könnt und so dann speicherfressende Dateien bzw. Verzeichnisse direkt einfach erkennen könnt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.